Eigentlich erforschte er die Immunabwehr des Körpers und welche Rolle das Blut dabei spielte. Und dabei entdeckte er was Besonderes. Heute vor 120 Jahren berichtete der Wiener Arzt Karl Landsteiner in einem Artikel über seine Entdeckung der Blutgruppen. Unser Stichtag von Peter Meyer-Hüsing. Man weiß nicht, ob der Wiener Mediziner Karl Landsteiner die neue Operette seines Landsmanns Johann Strauss besuchte, aber vielleicht inspirierte oder animierte ihn das Wiener Blut des Walzerkönigs doch. Jedenfalls forschte Landsteiner, eigentlich beschäftigt am Pathologischen Institut der Universität, in seiner Freizeit an den immer noch ungeklärten Eigenschaften des menschlichen Blutes. Blut ist ein ganz besonderer Saft. Und deshalb schrieben ihm Heilkundige aller Epochen auch besondere verjüngende und kräftigende Eigenschaften zu. Blutübertragung, eine Transfusion, schien oft das Mittel der Wahl. Aber jede zweite misslang, das vermischte Blut verklumpte, Patienten starben. Warum verklumpte oder agglutinierte, wie die Mediziner sagen, das Blut? Das wollte Landsteiner herausfinden und er hatte bereits eine Spur. Es bleibt herauszufinden, ob diese Agglutinierung durch individuelle Verschiedenheiten oder durch die Einwirkung von Schädigungen bewirkt ist. Landsteiner nahm Blut von 5 Kollegen und sein eigenes, trennte es in Blutserum, also Blutflüssigkeit ohne Zellen und rote Blutkörperchen und kombinierte dann all diese Proben miteinander. Einige verklumpten, andere nicht. Landsteiner erkannte ein Muster. Es gab verschiedene Bluttypen beim Menschen und er nannte diese Gruppen A, B und C, später 0. In der Gruppe A reagiert das Serum auf die Körperchen einer anderen Gruppe, B, nicht aber auf die der Gruppe A, während wiederum die Körperchen von Serum B in gleicher Weise beeinflusst werden. In der dritten Gruppe C. Eine medizinische Revolution mit weitreichenden Folgen. Jeder Mensch vertrug nur das Blut, das der eigene Körper nicht als fremd identifizierte und abstieß. Der Weg zur gefahrlosen Bluttransfusion bei Operationen war frei. Und auch in der Kriminalistik und Abstammungsforschung spielten die menschlichen Blutgruppen bald eine große Rolle. Nur ihrem Entdecker Karl Landsteiner versagte man lange die Anerkennung. Als ich damals meine Erkenntnisse erstmals der Wiener Ärzteschaft vortrug, nahmen die meisten das kaum zur Kenntnis. Nur einer kam danach zu mir und meinte: Landsteiner, ich glaube, das ist etwas. Nach dem Ersten Weltkrieg wollte man den erst 52-jährigen Forscher bereits in den Ruhestand versetzen. Der wachsende Antisemitismus scheint ein Grund gewesen zu sein. Landsteiner nahm bald dankbar einen Ruf an das Rockefeller Center in New York an. Dort entdeckte Landsteiner bald darauf noch den für die Blutgruppenbestimmung ebenfalls äußerst wichtigen Rhesusfaktor. Und 1930 folgte dann der Nobelpreis für Physiologie und Medizin. Der scheue Landsteiner drückte sich um die Preisrede. Der Literatur-Nobelpreisträger Sinclair Lewis übernahm das und sagte: Wenn man mich Meister des Wortes nennt, ist er ein Meister des Todes, denn er besiegte ihn tausende Male. Auch das Nachkriegsösterreich erinnerte sich dann seines bedeutenden Wissenschaftlers, der nun seit langem im Ausland forschte und verewigte sein Konterfei auf der letzten Serie blauer 1000-Schilling-Noten. Da war Landsteiner lange verstorben. Er erlag einem Herzinfarkt während der Laborarbeit. Die menschlichen Blutgruppen hatte der leidenschaftliche Forscher Karl Landsteiner heute vor 120 Jahren entdeckt.